alle Gebäude. Okay. Gut, das können wir auch gern weiter erforschen. Gut. Ich diene Gott. Das belassen wir jetzt auch erstmal so. Wie sieht es denn in den anderen Provinzen aus? In Stuttgart, da haben wir mittlerweile eine gute öffentliche Ordnung. Wenn wir jetzt die Armee daraus komplett abziehen würden, also bis auf 2 Einheiten, versteht sich von selbst, ne? Also hier, dann wären wir genau bei 0. Dann lassen wir das mit der Repression erstmal, weil wie gesagt, wir führen jetzt hier oben ja erstmal unseren Krieg gegen Schweden. Wobei, jetzt muss ich mal schauen, wie viel von Schweden eigentlich noch übrig ist. Ach, die haben nur noch Dänemark. Ja. Die Russen, die breiten sich gerade ziemlich extrem aus. Und die Dänen, ja, die besitzen nur noch Island da oben. Und wir besitzen schon große Teile Mitteleuropas und dehnen uns gerade noch nach Osteuropa schön aus. Und die Osmanen, die, ja, die haben ihren Größenwahn, glaube ich, noch nicht so ganz gestillt. Und wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir uns schön gegen... Dann werde ich das hier mal weglassen, beziehungsweise... Nee, die kann ich hier gar nicht... Ja, die kann ich hier gar nicht... gut. Verdammt. Dann mache ich das also so. Hier werden ja 2 von denen rekrutiert. Das passt. Also gegen die Franzosen werden wir auf jeden Fall eine schlagkräftigere Truppe als die normalen Linieninfanteristen brauchen. Deshalb kommen die jetzt gerade recht. In München können wir die jetzt auch rekrutieren, weil wir ja da auch die Heeresleitung haben. 6 Pfünder berittene Artillerie. Ja, das ist eigentlich schon eine geile Sache. Und diese alten Artillerien, die will ich eigentlich auch gerne mal aus dem Dienst entlassen, da die schon ausgedient haben. Die Teile da verzieh dich. Das waren, ich glaube, 2 hatte man nur. Und das ist jetzt die 2. die ich aufgelöst habe. Dann werde ich auch noch, glaube ich, die beiden hier, die werde ich jetzt auch noch aus dem Dienst entlassen. Und kann ich hier die vielleicht auch bauen? Rekrutierung? Ja, perfekt. Die kann ich hier auch errichten. Dann hole ich mir hier die 3 Pfünder berittene Artillerie. Dann habe ich mobilere Artillerie am Feld. Jetzt reicht es hier nicht mehr ganz für einen Hafen. Das macht aber nichts. Haben wir noch irgendwas, was wir aufrüsten können? Ja, da dreht sich noch was. Da können wir noch eine Kapitelschule bauen in Böhmen und Mähren. Gut, das passt auch soweit. Hier müssen wir jetzt drauf warten, bis hier Staatsterminent hier entsteht. Damit wir hier auch eine Kirchenschule bauen können. In der Zwischenzeit schicke ich hier natürlich einen Missionar rüber. Nach Siebenbürgen. Sehr orthodox beeinflusst. Das wird sich auch bald ändern. Dann beenden wir die Runde. Schauen, was der Gegner so macht. Ich schalte wieder in den Schnellmodus. Da ich jetzt nicht allzu viel zu palabern habe in der Zwischenzeit. Genau. Ah! Unsere Nation verfügt über die erleuchtetsten Köpfe des Jahrhunderts. Doch gibt die Natur auch anderen ihre Geheimnisse preis. Werdet ihr euer Wissen teilen? Was verbesserte Tierhaltung gegen Militär... Und Tribut wollen sie auch noch. Ich sag euch mal hier was. Ja? Also ihr militärischen Zugang für 5 Runden für beide Seiten können wir gerne machen. Ihr beliebt zu scherzen, ganz sicher? Die sind uns unfreundlich gesonnen, aber haben Handelsabkommen mit uns? Also irgendwie glaube ich, ich werde da auch nochmal nachfassen müssen bei den Vereinigten Provinzen. Das, ja. Bei den Polen muss ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen in Acht nehmen, ja. Die Russen möchten mit uns ein Handelsabkommen und bieten uns dafür 270 Goldstücke an. Mein Monarch hat mir befohlen, mit euch ein Abkommen zu beiderseitigen Nutzen zu besprechen. Der Piotr der Erste möchte ganz gerne ein Handelsabkommen mit uns, die Russen. Das ist doch, ja, das nehmen wir doch an. Jetzt, da wir ja eine direkte Landverbindung zu Russland besitzen, können wir das ja auch machen. Die Schweden, die werden...
ja, die kommen, glaube ich, niemals zur Vernunft. Und haben sich damit jetzt selber ausgelöscht. Also so gut wie. Ich muss nur noch Dänemark einnehmen. Ich muss eigentlich mal schauen, ob Dänemark... Ich glaube, die sind... Oh! Die hohe Besteuerung der herrschenden Klassen ein Edelmann. Hat Auswirkungen auf den Wohlstand dieser... Ja, mein Gott. Jetzt, also, das ist jede Runde jetzt... muss ich die echt mal ausschalten da oben. Das nervt allmählich. Ein Edelmann in Ostpreußen. Eisenfabrik Schlesien. Stadt wird belagert. Warschau. Vertrauen darauf, dass die tapferen Verteidiger stark genug dabei sind, die Angreifer bis zum Eintreffen der Verstärkung abzuwehren. Rekrutierungsbericht. Technologischer Fortschritt. Die viele Forschungen sind abgeschlossen. Eigenschaft erhalten. Plus 1 Zufriedenheit der Mittelklasse. Was ist denn das? Gut, Christian Niemann. Wer ist denn das jetzt eigentlich? Ach so, das ist, ja. Mein Missionar, der auch jetzt wieder normal laufen kann. Den möchte ich ganz gerne nach. Ich brauche eine Rast. Erwarte eure Befehle. In Ungarn, da sieht's ja, die sind noch von Steuern befreit. Das wird sich bald ändern. Gegen die Polen können wir uns eigentlich zur Wehr setzen. Da haben wir, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist das erste Mal, dass ich belagert werde. Was haben die denn eigentlich? Ja, die haben eine Kanone, aber ansonsten haben die ja nicht viel. Also. Euer Majestät. Ich glaube, den werde ich jetzt mal hier ermorden lassen. Oder ich versuche es zumindest. Mal sehen, vielleicht gelingt es uns, vielleicht nicht. Ich habe so viele Lebemänner. Warte auf weitere. Noch eine Mission? Wendel Niebuhr. Mission erfolgreich ausgeführt. Ein Edelmann weniger für Polen. Aber die scheinen eigentlich ja genug zu haben. So, hier irgendwo habe ich einen Edelmann bekommen. Wer ist hier? Hier ist niemand mehr drin. Das passt sich ja dann ganz gut. Dann schicken wir den augenblicklich zur weiteren Forschung da rein. Jetzt schauen wir mal, was hier weiter erforscht wird. Also in Magdeburg bin ich mit dieser Quadratformation Doktrin der leichten Infanterie. Ich glaube, da werde ich jetzt mal mein Präfix draufsetzen. In Magdeburg, was wird denn da erforscht? Da machen wir jetzt mal ein bisschen hier was. Da, der forscht mal das. Oh, 17 Runden. In Heidelberg, da wird immer noch fleißig geforscht. In Graz wird auch fleißig geforscht. In Coburg wird jetzt die Spinning Jenny erforscht. Also was zählt es eigentlich? Spinning Jenny wird erforscht. Städtewohlstand plus 8%. Ja, dann philosophisches Zeug brauchen wir eigentlich ja nicht zu erforschen. Nee. Gesellschaften. Nee, ich meine, das bringt heute unserem Staat schon den Ruin, deswegen würde ich mal sagen, wir tun es auch gar nicht weiter. Bürgschaften. Minus 50% religiöse Unruhe. Minus 1 Zufriedenheit, Forschung, Forderung nach Reformen. Was bringt es denn noch? Städtewohlstand. Ermöglicht den Bau von der Königlichen Akademie. Aha. Eigentlich ist die gar nicht so schlecht. Dann muss ich nämlich die ganzen Leute nicht immer bekehren. Jetzt passt auf, in Heidelberg ist in einer Runde das Feuern und Vorrücken fertig. Dann werde ich da Humanismus erforschen. Säkulara oder wie auch immer man die das hier nennen. Hier werden wir belagert. Das ist tragisch. So eine Belagerung sollten wir durchbrechen, weil ansonsten werden die Gebäude hier beschädigt. Der Sieg wird unser sein! Und deswegen starten wir einen Angriff. Um uns zu verteidigen gegen diese Frechheit, uns überhaupt anzugreifen. Die Österreicher haben schon zu spüren bekommen, was es heißt, sich mit mir anzulegen, und das werden jetzt die Polen, da sie ja sturköpfig sind und sich einfach nicht auf meine Verhandlungen einlassen, werden sie das jetzt einfach auch zu spüren bekommen.
lad mal ein bisschen schneller hier. Ich möchte übrigens nicht in der Festung starten, also eine Einheit belasse ich in der Festung. Zum Aufpassen sozusagen. Woher der Gegner angreift, kann man jetzt wieder nicht sagen. Ach Mann, das ist doch scheiße wieder. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir verlassen uns jetzt mal einfach nicht auf die Mauern. Ich stelle nur gerade ein bisschen auf, deswegen ist es jetzt ein bisschen wortkarg. Ich hoffe, ihr entschuldigt es. Ich mache da jetzt einfach so einen Verteidigungsring um die Piazza. Die sollen ruhig die Tore einnehmen und reinkommen. Wir werden schon sehen, was sie dann davon haben. Können uns auch die feindlichen Kanonen nicht groß was anhaben. So. Wir können dann ja ein bisschen noch flexibel bleiben. Das Gebäude hier, das haben wir schon mal im Rücken als Verteidigung. Ah, jetzt schneit's. Naja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Dies wird also die entscheidende Schlacht sein. Muss es noch weitere entscheidende Schlachten geben, das werden wir jetzt bald sehen.